Hallo liebe 1000 PS Freunde, ich bin dieses Mal das erste Mal bei Ducati for You dabei. Ich nehme euch jetzt die zwei Tage mit, zeige euch, was hier so los ist, was hier geboten ist, probiere verschiedene Sachen aus. Also freue ich mich, wenn ihr dabei seid. Bleibt dran! So, ich habe jetzt gerade meine Unterlagen bekommen, da ist Startnummer drin, Essensgutscheine, Streckenplan, Zeitplan und ich gehe jetzt mal zu der Testbike-Station, weil ich mir dann für später schon mal eins der Bikes checke. Ich fahre die zwei Tage auf einer V2 Panigale, aber ich will natürlich auch mal was anderes ausprobieren, dann schauen wir einfach mal. Hallo! So, darf ich mich da einfach eintragen, oder? Genau, du kannst einfach deinen Nachnamen. So, okay. Panigale. Ich würde nämlich gerne die Troy Bayliss V2 mal fahren. Ja, klar. Ja, das heißt, ich nehme die Troy Bayliss V2 und die ist noch frei. Dann würde ich die um 14.20 Uhr nehmen, oder? Ja, sehr gerne. Einfach die Uhrzeit auswählen. Okay, Probefahrt buchen. Ja. Cool. 14.20 Uhr, muss ich mir jetzt nur noch merken. Perfekt. Super. Dann danke. Wieder. Ja, sehen wir uns nachher. Perfekt. Dann schwinge ich mich jetzt in mein Leder und dann, glaube ich, geht es eh schon los mit dem ersten Turn. Ja, Ducati hat hier insgesamt 15 Top-Instruktoren mit vor Ort. Ich fahre gleich in einer geführten Gruppe mit raus. Ich will mir aber für später auch noch eine Einzelinstruktion beim Philipp Oertel, World Superbike-Fahrer von Ducati, buchen und beim Karel Abrahams, Ex-MotoGP-Fahrer. Dario Marchetti ist auch vor Ort als Instruktor, Chefinstruktor von Ducati übrigens. Aber genau, ich trage mich jetzt direkt ein für den Slot mit dem Philipp Oertel. Dann will ich auch später noch ein Schräglagentraining machen und das buche ich mir jetzt alles. Ich möchte mich gern für einen Slot mit Philipp Oertel eintragen. Perfekt, 14 Uhr wäre top, weil da habe ich die Bayliss V2, dann würde ich das gleich verbinden. Ja, Schräglagentraining würde ich gerne um 12 Uhr dann machen. Gerne. Ist gebucht? Perfekt, super. Okay, vielen Dank. Ja, Philipp, du bist hier Instruktor, trainierst aber auch für die World Superbike auf der V4S. Wie läuft's bisher? Ja, ich habe die Möglichkeit, eben neben meiner Instruktorentätigkeit auch ein bisschen selber mit meinem Trainingsmotorrad zu fahren. Ist im Endeffekt ähnlich wie das Instruktorenmotorrad. Ein paar kleine Modifikationen sind gemacht, aber alles im Rahmen, was wir in der Superbike-WM eben trainieren dürfen. Und freue mich auf jeden Fall, ist meine zweite Instruktion bis jetzt. Erste und macht Spaß. Und wie ist da dein Plan? Also wie kann ich mir das vorstellen? Fahren wir dann gemeinsam raus und fahre ich dann vor? Fährst du vor? Genau, am Anfang werden wir zusammen rausfahren und ich werde zuerst einmal ein bisschen hinterherfahren, damit ich einfach was sehe. Weil wenn ich vorher fahre und einfach in die Spiegel schaue, da sehe ich zu wenig. Wir vorfahren, ein bisschen hinterherfahren und danach werden wir ein bisschen sprechen anhand vom Streckenplan, was mir halt so aufgefällt. Okay. Und genau, dann sprechen wir das durch. Super, ich bin schon echt gespannt auf deine Tipps. Ja, und ich will jetzt noch ein bisschen an meiner Körperposition und Schräglage fallen. Und zwar hier mit der Supersport S. Wie ihr seht, ein bisschen modifiziert, nicht ganz Serie. Also das Bike ist Serie, aber natürlich hier mit den Stützrädern. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was die Jungs mir jetzt hier noch beibringen können. Was haben wir vor? Ja, wir fallen heute an unserer Schräglage. Das Ganze machen wir Step by Step. Also wir fangen wirklich an. Erstmal mit der Blickführung und der Gashand, das ist natürlich das A und O, um einfach die Schräglage sicher zu durchfahren durch die Kurve. Und danach gehen wir noch mal ein bisschen auf die Sitzposition ein. Gerade Hang-Off, wir sind auf der Rennstrecke, da gehört Hang-Off dazu. Und dann schauen wir mal, wo wir da noch dran fallen können. Bin gespannt. Okay.
Samuel, vielen, vielen Dank. Das hat mir echt gezeigt, woran ich unbedingt arbeiten muss. Ich habe es jetzt leider innerhalb der 20 Minuten nicht geschafft, wirklich viel zu verändern oder Knie zu schleifen, was ich früher konnte und seit meinem Sturz irgendwie nicht mehr. Ich glaube, da ist mein Knoten schon noch ein bisschen zu groß. Aber ich weiß jetzt dadurch, an was ich unbedingt arbeiten muss, weil du ja auch gemeint hast, mein Oberkörper ist viel zu steif. Und da habe ich das super sehen können, oder was meinst du? Ja, es ist genau das, was du sagst. Also gerade in der kurzen Zeit, da kann ich dir das Handwerkszeug im Prinzip mitgeben. Wir können auch mal schauen, was so gewisse Punkte, ich sage mal in Anführungsstrichen, Defizite sind. Manchmal ist natürlich, wenn ein dickerer Knoten da ist, dann dauert es einfach ein bisschen länger, ne, daran zu feilen und den mal wieder aufzumachen. Und ja, wie ist es, wenn ich hier Teilnehmer bei Ducati for You bin, dann kann ich das einfach dazu buchen. Wie ist es, wenn ich nicht bei Ducati for You bin, aber ich bin in der Nähe? Können die dann trotzdem mitmachen? Ja, du kannst natürlich auch als Gast vorbeikommen und kannst dann auch den Kurs hier ganz normal buchen über Ducati for You dann, genau. Ja, cool. Wisst ihr Bescheid? Ich werde auf jeden Fall das nochmal machen, weil das hat mir echt gezeigt, woran ich arbeiten muss. Danke dir auf jeden Fall. Sehr gerne. Und jetzt geht's zurück zur großen Strecke. So, ich habe hier noch jemanden gefunden, der das erste Mal bei Ducati for You dabei ist, und zwar der Flo. Hi. Hi. Du bist mit deiner S1000RR hergekommen. Genau, korrekt. Und wie ist dein Eindruck? Was war dein Highlight jetzt hier bei Ducati for You? War am Anfang erstmal generell komisch, halt mit einer BMW zu einem Ducati-Event zu fahren, aber hier fahren auch andere Fremdfabrikate. Und Highlight war gerade tatsächlich eine Ducati zu fahren. Die haben ja hier Testbikes und war eigentlich vorher immer ein Trauma, das hat so ergeben, dass ich eine BMW fahre, und jetzt bin ich eine Panigale gefahren, V4S, und war auf jeden Fall ein Highlight. Ja? Ja. Was war das daran so geil, oder was hat es für dich so besonders gemacht? Ist halt krass, ich habe hier schon gedacht bei der BMW, was kann dieses Motorrad, jetzt ist das natürlich ein paar Jahre älter, das ist ein bisschen Technik zurück in der Zeit, aber was diese Panigale, diese V4S, es ist ja eigentlich ein Monster mit richtig Leistung, und das ist so kontrolliert, das Ding. Es ist eigentlich gar nicht zu glauben, wie das Motorrad funktioniert, wie es dich in der Linie hält. Wahnsinn, null Stress auf dem Motorrad. Es funktioniert alles so, wie du das möchtest. Sehr, sehr geiles Erlebnis. Geil, dann will ich die jetzt auch nochmal ausprobieren. Aber ich glaube, dazu fehlt mir jetzt noch die Zeit. Aber cool, klingt super. Also du wirst auf jeden Fall nächstes Jahr dann wieder am Start sein? Auf jeden Fall. Mega-Event, sehr, sehr schön aufgebaut. Also hat mega viel Spaß gemacht. Alles klar, dann viel Spaß dir noch. Danke. Bis dann, gell? Ich habe den Besitzer dieser wunderschönen Super Leggera gefunden. Das ist der Ralf hier neben mir. Geiles Teil. Wie fährt sie sich? Ja, das fährt sich super einfach. Also ich hätte nie gedacht, dass das so präzise, und die Qualität der Maschine und auch die Power da drin ist enorm gut. Man hat unheimlich Spaß. Und du bist auch öfter bei Ducati for You dabei, oder? Ja, ich bin eigentlich bei jedem Event dabei. Richtig cool. Was macht es für dich so besonders, hier zu sein? Also das macht mir besonders halt die Qualitäten und dann das ganze Umfeld, das ist ganz wichtig. Ne? Man wird gut betreut, ne? Und das Motorrad passt dahin, das ist das Besondere daran. Super. Und Frank, du bist von Witten und Weber, du hast ihm dieses Prachtstück verkauft, richtig? Ja, das durfte ich. War auch für mich als Händler was Besonderes. Und ihr seid jetzt zusammen hier, sind noch mehr dabei von deinen Kunden, oder wie lief das ab? Wie seid ihr jedes Mal dabei? Kommst du immer mit Kunden von dir? Ja, wir machen Ducati for You schon seit knapp 15 Jahren, seit es das gibt, und sind bei jedem Event dabei, und ich habe immer so 15 bis 25 Leute dabei. Wir sind zusammen in der Box, grillen am Ankunftsabend und haben zusammen eine schöne Zeit. Klingt richtig toll. Danke euch. Ich wünsche euch ganz viel Spaß, und ja, wir sehen uns. Und ich, das ist ein Bike, von dem man nur träumen kann. Also viel Spaß damit und nicht hinfallen. Patrick, darf ich dich kurz stören? Ja, natürlich, immer gerne. Du bist ja auch öfter bei Ducati for You dabei. Genau, ist jetzt mein drittes Mal. Drittes Mal? Nürburgring, dann Hockenheim und jetzt hier in Neuschwanstein. Und wie lange fährst du schon Rennstrecke? Ich habe letztes Jahr tatsächlich angefangen, hatte da zwei Veranstaltungen und ja, jetzt habe voll Blut gelegt und hoffentlich noch mehr in Zukunft. Was macht Ducati for You für dich aus? Also warum kommst du hier so oft her? Was mir bei Ducati for You besonders gut gefällt, ist einfach, also du hast einmal den Fokus natürlich auf der Rennstrecke, du hast wirklich versierte Instruktoren, die mit dir rausfahren, wo du eine Nachbesprechung hast, die dir hilfreiche Tipps geben. Also das hat mir extrem geholfen.
Aber was mir ansonsten auch sehr gut gefällt, ist einfach dieses ganze Drumherum. Wir haben hier eine Espresso-Bar, richtig gutes Catering immer. Also abends gibt es noch eine Montenegro-Bar, es sind tolle Sitzgelegenheiten. Also es ist einfach so dieses Gesamtfeeling, was hier vermittelt wird. Das macht einfach immer Spaß, deshalb dabei zu sein. Und du hast eine V4S, wie läuft's mit der? Wahnsinn. Also ich habe gestern noch gesagt gehabt, das ist einfach so ein tolles Präzisionsgerät und ich fühle mich so wohl. Und ja, das hilft mir natürlich auch, Sicherheit zu bekommen und damit dann eben Fortschritte zu machen. Also ich habe gesehen, du bist gestern Ellbogen geschliffen. Ja, tatsächlich. Also das erste Mal hier in Oschersleben und habe mich wirklich wohl gefühlt, was ja dann vielleicht auch ein gutes Zeichen ist. Ja. Und ja, hoffe natürlich, dass es dann heute so damit weitergehen wird. Also es, ja. Ich drücke dir ganz fest die Daumen, sitzen bleiben und viel Spaß noch. Vielen Dank. Ja, mein erstes Mal Ducati for You, war ein geiles Event. Neben mir steht Joshua, Marketingleiter Ducati Deutschland. Was hat es damit auf sich? Was wollt ihr damit erreichen mit dem Event? Ja, erstmal schön, dass du da bist. Freut uns natürlich auch. Hallo an die ganzen 1000 PS-Zuschauer. Was hat es mit Ducati for You auf sich? Im Endeffekt ist es ein Brand- und Community-Event, aber es ist markenoffen. Das heißt, alle Leute sind herzlich willkommen und wir wollen einfach hier den Rennsport ein bisschen den ganzen Leuten näher bringen, ob Einsteiger oder halt schon Pro. Wir wollen hier alle zusammenkommen und einfach zusammen eine gute Zeit verbringen. Das habe ich auf jeden Fall hier. Und was unterscheidet euch von anderen Rennstreckenanbietern? Ja gut, also primär sind wir gar kein Rennstreckenanbieter, ja, aber klar, also es ist ein Rennstrecken-Event, von daher auf jeden Fall gute Frage. Was wir natürlich machen ist, wir haben nicht so den Fokus auf Rundenzeiten und sagen wir mal, wer ist der Schnellste, sondern bei uns geht es auch so ein bisschen ums Drumherum. Leute mit Begeisterung für Motorsport und Begeisterung auch für die Marke kommen zusammen, haben hier die Gelegenheit, sich auszutauschen, diverse Services in Anspruch zu nehmen und einfach auch bei einem Cappuccino zusammenzusitzen oder bei einem guten Essen und so ein bisschen das Ambiente zu genießen. Wenn du sagst Services, was kann man da so buchen? Ja, also grundsätzlich gibt es die Möglichkeit, in der Einsteigergruppe Instruktoren geführt zu fahren, aber du hast auch immer die Möglichkeit, dir einen Instruktor zu buchen, Videoinstruktionen zu machen, Schräglagentraining zu buchen und diverse andere Sachen, die wir anbieten, wie zum Beispiel hier Fahrwerkssupport etc. etc. Und kann ich mich zum Beispiel auch nur für einen Tag anmelden oder ist es immer die zwei Tage? Genau, also wir haben immer die Option, dass du ein Tagesticket oder zwei Tagesticket buchen kannst. Das obliegt dir, je nachdem, wie viel Zeit du hast. Und muss ich ein eigenes Bike mitbringen oder kann ich auch nur eins auswählen? Genau, also du musst ein eigenes Bike dabei haben, egal welche Marke, ob das jetzt Ducati ist oder ein anderer Hersteller. Aber du hast die Möglichkeit, zum Beispiel in unserer Test-Ride-Station Bikes Probe zu fahren. Und ja, wie gesagt, da sind auch alle herzlich willkommen, zweimal pro Tag sich ein Bike auszuleihen. Was habt ihr da alles so dabei? Wir haben heute 9 Testbikes dabei, viele Panigale V4S, wir haben Panigale V2 dabei, die Troy Bayliss Edition und noch eine Street Fighter V4 und eine Street Fighter V2. Aber ich kann jetzt nicht den ganzen Tag einfach sagen, ich möchte eine fahren, sondern das begrenzt wahrscheinlich, oder? Genau, also du buchst dir halt die freien Slots, alles digital, online und kannst dir da deine Slots aussuchen, die dir am besten passen. Aber klar, du hast 2 Slots zur Verfügung. Insgesamt hast du 6 Slots, die du fahren kannst. Das heißt, 2 von denen pro Tag kannst du mit dem Testbike fahren. Richtig cool. Da werde ich morgen auch nochmal drauf zurückkommen. Ich bin ja heute mit der V2 Panigale schon gefahren und vielleicht kann ich dann nochmal mit der V4 fahren. Und wie sieht es aus? Das ist ja jetzt die letzte Veranstaltung für dieses Jahr. Nächstes Jahr werdet ihr wahrscheinlich auch wieder verschiedene Rennstrecken anfahren. Was ist da in Planung? Habt ihr da schon Rennstrecken rausgesucht? Werden es genau die gleichen sein wie dieses Jahr? Also wir denken, wir werden das Setup von diesem Jahr übernehmen. Das heißt Hockenheimring, Nürburgring und Oschersleben. Wir sind aber noch in der Planung und fixiert ist es noch nicht. Die Termine werden wahrscheinlich Ende November veröffentlicht. Aber wie gesagt, wir sind noch in der Planung. Kann sein, dass es da noch eine oder andere Änderung gibt. Aber grundsätzlich bleibt es dabei. Cool, ja. Also ich werde, denke ich, wenn ich darf, wiederkommen. Es hat bisher schon mega Spaß gemacht. Also vielen Dank schon mal für die Einladung. Klar. Und ja, wir schauen jetzt mal noch weiter. Ich stehe jetzt neben 2 Vollprofis, neben dem Dario Marchetti, Chefinstruktor von Ducati und auch ehemaliger Rennfahrer, und der Karel Abraham, auch ehemaliger MotoGP-Fahrer sogar. Und die beiden sind sogar mit mir schon einen Turn gefahren. You guys both went out for me for a stint and I had so much fun riding with you. It was really great and it helped me a lot also to loosen up. So you guys did a really great job. Are you always traveling with Ducati to do instructions? Yeah, I do all around the world because I'm the technical director of the DRE, the official Ducati riding school, but I'm also invited from importer all around the world. So I go to Dubai, Mexico, more or less all around, and also in Germany. This is the third event, this event,
And I'm very happy to be here in Ducati for you because it's very well organized. There is a lot of passion and I coach the people that Ducati suggests to coach. In this case, I was lucky to ride with you because, you know, when I make a race, my target is win. When I make a coaching, my target is see my guest ride better, improve. I know you had a bad accident and I expect you was a little bit scared, but you ride very well. And every lap you was faster, especially the last with the Panigale V2 kitted. I was very happy you overtake. You see my smile when you overtake some guys that have fastest bike. So for me was good. And always in this event, I have a lot of fun because all customers are really nice guys and all customers improve. So it means that our suggestion, it works. And for us, it's very good. Thank you very much. And Karel, you were former MotoGP rider, now you started instructing and you're also a team member of Ducati now for Ducati for You, but also the Ducati rider experience, right? And but you also, what I just heard, you also teach law enforcement, right? And do trainings around Brno, that's where you live, right? So what is your impression of this kind of event? Because you have a lot of events to compare it to. I think that D4U is very professional and beautiful event, and I really love it. Honestly, it's beautiful. I don't know, the hospitality, the little shop that you've got here, the bikes that you can rent. You know, there is just so much to do for every biker. So it's an amazing event, and I like it. I love it. I have a very good comparison with the DRE. Of course, DRE is the biggest event that we do with Ducati, and it's just amazing. But of course, there is a couple of things we can look at a D4U that they do really well. Maybe we'll implement it in the future in a DRE. No, of course, it's an amazing event, and I'm really happy to be here. I'm enjoying it, and I think people are enjoying it as well. And as Dario mentioned, they are getting faster and better when they go behind us when we give them the suggestions. So I don't know. For me, it's a great success, and I hope that is the same for them. But, for example, you as a former racer, and you as well, isn't it hard to like slow down and just watch other people ride and not being able to go full throttle? Isn't that like really hard for you? Of course, we get a customers that are a little bit slower, and we get a customers that are super fast. And honestly, I had a couple of people from Hockenheimring coming here, and they got so much faster, and that makes me really happy. Okay, we went in Hockenheim a little bit slower. I explained how to do it, how to have the body position, what the lines are and everything. Then we came here, and these people, you know, they really took it to the heart, and they got so much faster, so much better. And that makes me, and I'm sure it makes Dario very, very happy and proud, because we made it work. We gave them our experience, and it works. And they are having fun. You know, you see the smile on their face. You see their lap times are getting better too. So everything works great. Yeah, racing is in your guys' blood, but I'm happy that you also give your experience to other people like me who just do it for fun. So thank you guys a lot, and I see you at the next event. Thank you. Ciao, ciao. So, liebe Freunde, ich bin richtig platt. Mal schauen, ob ich gleich hier aus dem Stuhl wieder rauskomme. Aber es war wahnsinnig toll. Ich habe sehr, sehr viel gelernt in den 2 Tagen. Ich habe auch viel an Sicherheit wieder dazu gewonnen. Ich bin total glücklich, dass es so gelaufen ist. Und ich habe mich hier richtig gut aufgehoben gefühlt. Die Instruktoren waren top. Die Stimmung war einfach genial. Total entspannt. Keine Ellbogenmentalität, sondern jeder hat sein Ding gemacht und abends saßen alle zusammen bei einem Drink, beim leckeren Abendessen. Und das, finde ich, ist dieser Spirit der Veranstaltung. Ich komme super gerne wieder. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Lasst gerne einen Daumen da, schreibt gerne in die Kommentare, wie es euch gefallen hat oder ob ihr schon mal bei Ducati for You dabei wart und eure Eindrücke dazu. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Video. Macht's gut und bis bald. Baba.